Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule und heute möchte ich euch ganz herzlich vom Höllfall im Waldviertel begrüßen. Wir haben hier die Möglichkeit, fließendes Wasser aufzunehmen und Langzeitbelichtungen in allen Variationen zu machen. Was braucht ihr jetzt, wenn ihr das machen möchtet? Natürlich ein stabiles Stativ. Ich habe hier ein Stativ von Benro. Das Stativ soll der Kamera angepasst sein, das heißt, es muss nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein, damit es einfach stabil ist. Wichtig ist hier der Kopf zum Fotografieren, so ein Kugelkopf. Das heißt, ich kann hier das Ganze gut einstellen und dann macht das Fotografieren auch richtig Spaß. Wenn ihr ein Stativ habt, das nicht sehr stabil ist und wackelig, dann verursacht das nur Ärger und die Fotos werden auch nicht besser. Also investiert einmal in ein gescheites Stativ, dann tut ihr euch viel leichter. Ihr benötigt einen neutral Dichte- oder Graufilter. Ich habe hier einen variablen Graufilter und der wird einfach vorne vor das Objektiv geschraubt und mit Drehen kann ich dann die Stärke einstellen. Ich habe hier oben auch eine Skala, an der ich das ablesen kann und jetzt kannst du die Verschlusszeit verlängern, um diesen tollen Effekt des fließenden Wassers zu bekommen. Aber Vorsicht, nicht immer ist es schön, wenn das Wasser so komplett milchig ist, also einfach ein bisschen probieren und dann findest du auch die richtige Einstellung. Ich fotografiere hier meistens mit der Blendenvorwahl oder im manuellen Modus, das heißt ISO fest auf 100 einstellen, Blende 11 oder Blende 16 und die Verschlusszeit wird dann passend ausgewählt. Du kannst natürlich auch deine Kamera noch über einen Fernauslöser oder übers Handy auslösen, um Verwackelungen zu vermeiden. Und ich würde sagen, jetzt legen wir mal los und werden das Ganze mal praktisch probieren. Wenn ich hier vorne am Filter drehe, kann ich sozusagen die Helligkeit einstellen. Das heißt, ich hätte hier jetzt zum Beispiel 2 Sekunden. Wenn ich den Filter dann maximal dunkel stelle, habe ich auf jeden Fall 30 Sekunden, was natürlich jetzt hier viel zu viel wäre. Das heißt, ich gehe hier mal so auf circa 2,5 Sekunden, mache noch einmal eine Belichtung und dann habe ich dieses wunderschöne fließende Wasser. Drehe ich den Filter auf 0, habe ich quasi keinen Effekt und kann sozusagen ganz normal fotografieren. Und das, auch das kann manchmal sehr, sehr schön sein. Also es muss nicht immer fließendes Wasser sein. Jetzt werde ich mal darüber schwenken zu diesem kleinen Wasserfall. Hier ist es wichtig, dass ihr im Hintergrund keine hellen Stellen habt. Die würden euch nämlich das Bild zerstören. Ich werde einmal ein Foto für euch machen, das wir dann später auch einblenden. Das heißt, ich gehe jetzt da ein bisschen nach unten und schaue, dass ich diese helle Stelle hinten ausblende. Drehe den Filter so auf die mittlere Stärke. Mit ein bisschen mehr. Jetzt habe ich 2,5 Sekunden Belichtungszeit. Und wenn ihr diese Dinge beachtet, dann ist fließend Wasser fotografieren überhaupt keine Hexerei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und würde mich sehr freuen, euch mal bei einem Kurs der Wiener Fotoschule begrüßen zu können.